Viele europäische Rechtspopulisten suchen die Nähe zu Moskau. Russland wiederum hofft auf die Schwächung der EU und vermehrten Einfluss in Europa. Die FPÖ spricht sich seit Jahren für die Aufhebung der gegen Russland wegen der Annexion der Krim verhängten EU-Sanktionen aus. Gleich tun es ihr SVP und AfD. Vertreter aller drei Parteien haben auch schon Reisen auf die Krim oder nach Russland unternommen, wo sie sich als Wladimir Putins nützliche Idioten einspannen lassen. Weil sie die Freundschaft zu Russland in TV-Kameras posaunen oder weil sie als Wahlbeobachter fungieren und damit das Regime legitimieren. Jüngst kam heraus, dass der Kreml den deutschen AfD-Abgeordneten Markus Fronmeier für einen unter unserer absoluten Kontrolle stehenden Abgeordneten hielt. Die FPÖ hat 2016 sogar ein Partnerschaftsabkommen mit Putins Partei Einiges Russland unterzeichnet. Ein ähnliches Abkommen hat auch Matteo Salvinis Lega. Eine enge Verbindung zu Putin pflegt auch Ungarns Premier Viktor Orban. Die beiden treffen sich regelmäßig und haben viel zu besprechen. Russland liefert Gas, Erdöl und nukleare Brennelemente nach Ungarn. Auch im Agrar- und Finanzsektor gibt es gute Geschäftskontakte. Für Russland ist Ungarn zudem ein wichtiger Partner im Kampf gegen die NATO-Integration der Ukraine. Neben ideologischer und personeller Unterstützung gibt es auch konkrete finanzielle Verbindungen. So hatte sich der Front National, heute Rassemblement National, vor der letzten EU-Wahl 9 Millionen Euro von einer russischen Bank geliehen, deren Chef Verbindungen in den russischen Machtapparat nachgesagt werden. Marine Le Pen hat sich wiederholt mit Putin getroffen. Unter den europäischen Rechtspopulisten gibt es jedoch Parteien, die Russland äußerst kritisch gegenüberstehen, etwa die polnische Regierungspartei PiS. Sie unterstützt die Sanktionen des Westens gegen Russland. Aus historischen Gründen und aufgrund der geopolitischen Lage wird Russland in Polen, aber auch im Baltikum mit Argwohn betrachtet. Gerade seit der Annexion der Krim und dem Krieg in der Ukraine sind die Ängste vor einer russischen Aggression in dieser Region groß. Die PiS schafft es, diese Ängste für sich zu nutzen, und auch in den baltischen Staaten halten die Rechten von der Freundschaft mit Russland wenig.